Hallihallo und herzlich willkommen zu Ecclesians seltsame Quests und Events in Guild Wars 2. Ob eisige Winde im Norden, Hasenhandel mit den Joten oder Kuhwahnsinn im Osten. Ecclesium bringt euch die seltsamsten und interessantesten Quests, die es gibt. Und heute schauen wir uns mal drei Quests an, um zu sehen, was es hier alles gibt. Vor allem der Kuhwahnsinn, der ist recht krass, aber wir werden zuerst mal die Szene wechseln und gucken uns das mit dem Hasenhandel an. Der Hasenhandel ist recht interessant, wobei wir handeln nicht nur mit Hasen, sondern auch mit anderen Sachen, die diese Joten quasi gerne haben wollen oder sammeln oder was auch immer. Diese Joten sind ein bisschen eine Ausnahme, denn diese vier, die handeln gerne. Die sind nicht alle brutal und wollen unsere Köpfe einschlagen. Nein, die wollen handeln. Nur das Problem ist, sie haben eine eigene Währung. Und das andere Problem ist, dass sie nicht so sozial sind und man kann das Ganze ein bisschen auch ausnutzen. Denn sie handeln nicht untereinander. Am Anfang müsst ihr so Sachen machen, wie zum Beispiel Rüstungsteile finden und zurückbringen oder zum Beispiel einen Hasen fangen und den dann zurücktragen. Das könnt ihr machen, das bringt auch ein bisschen ein. Und vor allem, es gibt Joten, die zum Beispiel euch gar nichts anbieten, weil sie einfach kein Interesse an zum Beispiel einem Hasen haben. Andere, die bieten euch zum Beispiel zwei von ihren Währungssteinen an. Und dann gibt es zum Beispiel einen, der euch, sagen wir mal, fünf Steine geben will. Von daher müsst ihr sehen, wer am meisten bietet und dem gibt ihr quasi den Hasen. Jetzt könnte man sagen, okay, ich muss jetzt die ganze Zeit Hasen jagen gehen oder wie, weil man braucht echt viele Steine. Nein, man muss nicht nur Sachen jagen, sondern kann dann später Waren von den anderen kaufen und sie dann wieder teurer verkaufen an einen anderen Joten. Von daher, es ist genial. Ihr braucht nur Anfangskapital und dann funktioniert das fast wie in einer richtigen Wirtschaft. Ihr nehmt einfach eure Sachen, verkauft sie, kauft günstig ein, verkauft teurer. Und dann könnt ihr all diese Marken quasi dem Questgeber geben und das passt. Weiter zum nächsten Thema. Und das nächste Thema, das wäre dann mal dieses kleine Zerg-Event, das irgendwie ein bisschen krass ist. Wieso ist dieses Event krass? Es ist einfach ein riesiger Zerg. Man muss diesen Elementarschaman oder was das für ein Typ ist quasi ausschalten. Und man wird die ganze Zeit belästigt von Eis und Winden und Elementaren und es ist einfach nur schrecklich. Es sieht richtig gut aus, aber es ist ein typischer Zerg. Von daher ist es eigentlich auch nicht so besonders, es sieht aber cool aus. Und von daher gehen wir wiederum zum nächsten Thema und das ist das letzte Thema, der Kuhwahnsinn. Wie ihr hier sehen könnt, wir verwandeln uns in eine Kuh und haben dann diverse Fähigkeiten, die wir einsetzen können, wie zum Beispiel einen Charge oder einen Spot. Und hier sind alle anderen Kühe und wir müssen zuerst ein bisschen üben an diesen Zielattrappen. Das ist sehr witzig ist, aber auch sehr seltsam. Ich war total verwirrt, wie ich so viele Kühe gesehen habe und ich habe mir gedacht, was ist hier los? Was machen die da? Und ja, wir sind unabsichtlich auf die falsche Taste gekommen, aber ihr könnt euch quasi ansehen, wie man sich da verwandelt. Einfach an dem Ding dran und passt schon. Springen kann man nicht als Kuh, man kann chargen, man kann, irgendwie quasi eine Zuge zeigen und damit verspottet man seinen Gegner. Und zuschlagen, mit dem Horn ein bisschen pieken, das geht alles. Und das dient alles als Vorbereitung, denn das sieht eigentlich aus wie eine Rennbahn. Ich dachte am Anfang, wir müssen vielleicht hier rennen. Nein, wir werden in Kürze angegriffen von Wölfen. Ja, Wölfe. Die wollen ein bisschen ein Stückchen von uns haben. Weswegen, ich weiß es nicht genau. Ich bin da einfach quasi reingestolpert in diesem Event und habe mir gedacht, oh mein Gott. Ich habe einfach nur an Steaks gedacht. Viele, viele Steaks. Es hatte nicht wirklich so viel mit Sticks zu tun, sondern eher mit dem Verdreschen von armen kleinen Wölfen. Und nun seht ihr auch die Wölfe. Und diese Wölfe sind richtige Bastarde. Die haben es wirklich drauf. Die zerfleischen uns da wie Schmidts Katze ein Wollknäuel, ja? Das ist total brutal. Und man kann nicht wirklich viel dagegen tun. Ich habe gemerkt, in Guild Wars 2, wenn man bestimmte Form annimmt oder zum Beispiel die Chazooka nimmt, also eine Bazooka der Char, dann fühle ich mich immer so schwach und so, ja, außerhalb des normalen Kontrollfeldes. Weil ich kann mich nicht wirklich heilen, viele Fähigkeiten sind gesperrt und ich habe nur diese 5. Und das mag ich überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht wieso, es ist einfach nur mies. Und wenn wir quasi down gehen, dann müssen wir wieder uns als Rind verkleiden, damit wir gegen die Wölfe ordentlich kämpfen können.
Oder zumindest in dem Sinn von dem Ganzen. Wir können auch gefiert werden und alles und die Wölfe machen viel Schaden. Das hat mich total überrascht. Dass keine Wölfe wirklich so viel Schaden machen. Und unsere Rinder da fast schon machtlos sind. Und sie sind auch schnell. Das war eine der seltsamsten Quests bis jetzt für mich. Ich werde weiterhin meine Augen offen halten und sobald ich mindestens 3 Quests wieder zusammengefasst habe und gekriegt habe, dann werdet ihr wieder einen neuen Teil von dieser Serie sehen. Die Serie, die wird recht unregelmäßig rauskommen, wenn es überhaupt mehrere Teile geben wird. Das werden wir noch sehen. Aber wir nennen diese Episode mal Teil 1 und von daher vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr coole Tipps kennt, wo es noch kranke Events gibt, die könnt ihr mir gerne schreiben, ja. Ich gehe dann einfach hin und schaue mir das an und verfasse dann ein Video darüber. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal in Guild Wars 2.